Hallo zusammen, mein Name ist Jakob Steinsig und ich unterrichte hier an der Musikschule Wertingen das Fagott. Viele von euch werden wahrscheinlich vom Fagott noch gar nicht gehört haben. Das ist, wie Sie sehen, ein ziemlich langes Instrument, wird auf einem winzig kleinen Rohrblatt gespielt. Das sieht man hier vielleicht bloß ziemlich wenig. Es sind zwei Holzblättchen, die übereinander gelegt werden. Und dadurch, dass die schwingen, entsteht dann ein Ton. Genau, das Fagott ist im Gegensatz zur Flöte, die wahrscheinlich sehr bekannt ist, ein tiefes Instrument. Kennt man wahrscheinlich auch in der Größe. Das gleicht im Orchester zum Beispiel das Register ein kleines bisschen aus. Also man hat die Klarinetten, man hat die Oboen, man hat die Flöten und dann in der Tiefe für den Bass das Fagott. Man kann sich das vorstellen wie den Bass in einer Band. Damit kann man wahrscheinlich am meisten anfangen. Und vielen wird das Instrument auch aus Peter und der Wolf bekannt vorkommen, wo es den Großvater verkörpert. Der Klang vom Fagott ist eher dunkel und warm, kann aber auch verspielt und kurz sein. Genau, und zum Abschluss noch ein kleiner Ausschnitt aus Peter und der Wolf. Ah, das hatte ich ja noch fast vergessen. Es gibt natürlich, dieses Fagott ist natürlich viel zu groß für euch. Also könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr 1 Meter groß seid, das Teil ist ja 1,20 Meter, 1,30 Meter groß. Das gibt es natürlich auch in Kindergröße. Das klingt ein kleines bisschen höher, ist viel angenehmer. Man kommt auf jeden Fall mit den Fingern hin. Und eigentlich, wenn man dann nachher, wenn man größer und älter wird, aufs Große umsteigt, bleiben alle Griffe gleich. Und man muss eigentlich nicht viel umlernen. Genau, ich zeige euch das mal ganz kurz, dass das Fagott, wenn ich ähnlich spiele, ein bisschen höher klingt. Das war ein kleiner Klangeindruck, klingt natürlich ein bisschen schwächer, weil es entsprechend nicht die Größe hat. Aber sonst kann man ganz gemütlich von diesem kleinen Fagott auf das Große umsteigen. Würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr an der Musikschule Wertingen begegnen würden.